Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Smoreland. So, ich habe, bevor ich die nächste Aufnahme eingestiegen bin, habe ich noch eben was versucht. Ich habe hier diese Wand gebaut in die Mitte und habe dann versucht, diese Kisten aufeinander zu stellen. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich gewünscht. Zumindest gibt es keine Snap Points. Das ist ein bisschen tricky. Aber ich habe es dann irgendwie hinbekommen, hier zum Beispiel drei Kisten aufeinander zu stellen und hier auch jeweils drei, sodass wir einfach ein bisschen mehr verstauen können. Habe mir dann gedacht, so die Holzsachen in eine. Dann hier so Blätter und Fasern in eine andere, Steingeschichten, Harz und sowas dort. Also ein bisschen sortiert. Die muss noch weg, die können wir noch woanders hinpacken. Die ist nämlich leer, die kann rüber in die Nahrungsgeschichte. Oder wir machen sie auf diese Seite, weil dann können wir die beiden hier auch noch aufeinander stellen und machen die dritte dann noch hierauf. Dann haben wir hier zwei so eine schönen Arbeitsecken. Ich habe mir dann auch noch erlaubt, diese Standfackeln einmal hinzustellen, weil es war dann schon Nacht und da habe ich mir gedacht, hey, dann probieren wir die gleich mal aus. Träumchen. Marienkäfer kriegen wir irgendwie nicht raus, keine Ahnung. Wenn wir das hier abbauen, versuche ich, oder eigentlich könnte ich den ja auch, muss einfach nur die Wand rausnehmen, ne? Ja gut, egal, machen wir später. Ursprünglich wollte ich runter zum Strand. Ich bin jetzt übrigens nicht mehr auf friedlich, ne? Also es wird sehr, sehr gefährlich da unten. Wollte ich runter zum Strand, damit wir noch mehr von der Rinde holen können und Feuerstein und so. Aber auch das ganze Werkzeug ist ja jetzt auch repariert. Aber ich habe das Bedürfnis, hier zu Drustana hochzulaufen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir haben jetzt alles in der höchstmöglichen Variante an Waffen, die es gibt. Ich wollte eigentlich noch den Bogen bauen, aber da brauchen wir, glaube ich, Seide. Genau, wir haben ja noch keine Seide und ich vermute, dass die Spinnen weiter oben sind. Deswegen werden wir da jetzt hingehen. Warte mal ganz kurz. Eine Sache noch. Stopp. Wir werden dort oben auch noch ein Bett benötigen. Wenn wir Knoblauch finden, Stein, Fasern, Holz, müssen wir das natürlich farmen, damit wir uns so ein Bettchen bauen können. Das wäre nochmal wichtig. Vielleicht finden wir auch Seide, das wäre auch richtig cool. Dann werden wir uns mit Spinnen anlegen, das wird grauenhaft. Es wird ganz furchtbar werden. Es gibt die Möglichkeit, hier Arachnophobia einzustellen in drei Stufen. Keine Ahnung, wie das aussehen soll. Das werden wir dann sehen. Ich habe noch eine Sache vergessen. Oder habe ich? Habe ich genug Nahrung? Ja, doch, das sollte reichen. Naja, gut. Lass uns los. Ich will da einmal hoch. Zu dem anderen NPC, wo wir noch nicht waren. Und das heißt, wir würden dann hier den alten Weg wieder zurücklaufen zu unserem anderen Baum. Dann werde ich da erstmal ganz kurz umziehen, dass wir hier eine Zwischenstation haben. Und dann laufen wir hier hoch. Mal gucken, wo wir hinkommen, Leute. Keine Ahnung. Das wird bestimmt sehr spannend. So, das bedeutet, wir müssen in diese Richtung. Genau, wir müssen da runter. Muss jetzt nur dran denken, dass wir wieder angegriffen werden. Dass die jetzt nicht mehr friedlich sind hier, die ganzen Freunde. Sehr wichtig, ne? Oh Gott, das war sehr dumm. Aber ich habe nicht viel verloren. Alles gut. Die Ameisen haben immer so ein leichtes, die hauen immer so einen leichten Spinnenvibe raus hier. Wo muss ich hin? Wo ist der Übergang? Da. Da muss ich hin. Da können wir auch gleich Knoblauch holen. Für das Bett. Und das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube, ich brauche hier das Schwert, ne? Für die Ameisen. Ich glaube, Schwert wäre angebracht, ja? Komm mal her, Schatz. Oh mein Gott. Nice one. Ja, hier müssen wir hier hoch? Weiß nicht genau. Oder wo? Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Okay. Frage hat sich erübrigt. Also wir gehen erstmal zu unserem alten Baum und ziehen fix um, ja? Damit wir dort. Nach da ist der Übergang. Damit wir nicht mehr so einen weiten Weg dann haben, falls wir sterben. Und dann bauen wir uns aber irgendwo auch noch ein Bettchen und machen immer so eine kleine Zwischenstation, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich glaube, die Wespen sollten uns jetzt auch nicht mehr so wehtun. Mit den neuen Waffen. Ich finde das mit den Bäumen halt so geil, ne? Die Idee ist so gut. Also richtig nice. Wir müssen übrigens viel mehr kochen, ne? Ich habe so viel Stuff zu Hause. Vielleicht können wir nachher nochmal ein bisschen was kochen. Sü.
Hier bin ich falsch. Ich dussel. Muss auf die andere Seite. Hier muss ich hoch. So. So, und let's go. Den Weg kennen wir ja noch. Okay, dann nehmen wir jetzt hier noch gleich ein bisschen Knoblauch mit. Das macht auf jeden Fall Sinn. Lass uns mal ein paar Sachen hier vielleicht noch einsammeln. Ich sollte vielleicht auch ein paar Pilze noch mitnehmen, oder? Ist das vielleicht eine gute Idee? Nahrung noch. Ich meine, wir haben genug Stuff eigentlich. Aber wenn wir hier schon mal dran vorbeilaufen, vielleicht nicht die blödeste Idee. Wenigstens so ein bisschen Pilze, ein Stack oder so. Okay, reicht. Let's go. Wir haben ein Schwert, obwohl hier, glaube ich, waren die fetten Käfer. Ich nehme lieber den Speer. Die Ameisen, glaube ich, fanden den Speer auch richtig nice, ne? Ihr? Hm? Oh. Nee, da muss ich dreimal draufhauen. Schwert ist besser gegen Ameisen. Okay, aber hier oben, glaube ich, waren die Käfer noch. So, ich hole erstmal ein bisschen, dann lasse ich erstmal den Speer dran. Da oben ist noch eine Ameise. Okay, ich nehme doch das Schwert. Okay, nein, eigentlich brauche ich den hier. Roggen, ah, da ist der Käfer. Roggen brauche ich eigentlich gar nicht, wir brauchen Knoblauch. Knobilauch, waren das die hier? Ne, die da. Lauchhederich. Genau. Den brauchen wir. Da ist ein roter Käfer. Der mag den Speer. Komm mal ran hier, Diggi. Mal gucken, wie die grünen Käfer das mögen. Hallo? Heute bin ich. Ach, ich hätte ja auch. Ich vergesse immer, rechte Maustaste zu drücken. Ich hunk. Ich vergesse immer, dass wir da ja eine viel bessere Schlagkraft haben. Da war ja was. So, Lauch haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch Steine. Wow, ein Schlag. Nice. So mag ich das. Mhm. Das ist ein Traum. Okay, immer schön rechte Maustaste dran denken. So, ein paar Fasern noch mitnehmen, wenn wir hier schon sind. Ganz klar. Dann bringen wir das gleich ins neue Baumhaus, ins andere Baumhaus. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Aber dann packe ich wieder alles weg, ne? Ich vergesse, dass ich ja noch ein Bett bauen wollte. Naja, dann laufen wir mal weiter. So. Hier ist noch Holz. Harz noch ein bisschen. Fackeln. Für Fackeln, super. Wieso habe ich eigentlich noch keinen 10-Dingsbums für den da gebaut? Ich Horst. Lass uns mal bitte gucken, was wir dafür brauchen. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen dafür. Dann können wir uns den endlich mal holen. Das hier nehme ich auch noch mit.
So, okay, dann die noch ein bisschen Steine und dann haben wir auf jeden Fall genug Stuff für ein Bettchen. Und das darf ich dann aber auch nicht auspacken. Das ist wichtig. So, essen. Oh, ich habe schon wieder so viel Stuff hier drin, ne? Also wir müssen Steine drin lassen, Fasern ein bisschen drin lassen. Dann Lauch. Und noch irgendwas. Wo seid ihr denn? Liebe Ameisen. Normalerweise gehen mir die jetzt schon auf den Kranz hier. Wo sind die denn? Hallo? Hallo? Ah, die kleinen Schwarzen. Ja! Beste. So gut, das Schwert. Okay. Jetzt ziehe ich erstmal kurz hier rein. Damit wir hier erstmal ein bisschen dichter sind. An dem anderen NPC. Und ich vermute mal, dass da oben auch noch ein Baum sein wird. Bin mir sogar relativ sicher. Keine Ahnung, wie viele es davon überhaupt gibt, wie viele Bäume. Ich bin gespannt, ob der Marienkäfer auch oben ist in unserem Haus. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Kann ich... Heißluftaufzug bitte. Ja, danke. Da kommt er. So, fein. Wieder in der Heimat, in der alten. Und hier war doch irgendwo die Spinne, ne? Ah ne, das war beim anderen Baum auf der Seite. Da war so ein ausgehöhlter Baumstamm. Da war irgend so eine Springspinne, glaube ich, drin, ne? Ah, die hat mir aber ein bisschen Angst eingeflößt. Tja, so ist das eben, wenn man Arachnophobie hat. Gut. Möchte rauf. Let's go. Okay, okay, packen wir jetzt unser Zeug wieder aus, lassen nur das drin für ein Bettchen. Ich glaube, reparieren muss ich jetzt nicht zwangsläufig. Die Axt, ja, die Axt könnten wir vielleicht reparieren. Die ist noch gerade ein bisschen, es sei denn, es ist alles kostenlos, dann machen wir das. Ich weiß nicht genau, wie das lief jetzt. Ab einem bestimmten Prozentsatz oder so. Wo ist mein Marienkäfer? Der ist nicht hier. Oh, der ist nicht hier, Leute. Kann ich den anpfeifen? Ja, hallo mein Schatz. Na? Du bleibst bitte direkt hier stehen, damit du nicht wieder im Haus irgendwie stecken bleibst. Perfekt. So, dann haben wir das auch gelöst, das Problem. Ich brauche für das Bettchen... das hier. Benötige ich das. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Ich setze das mal kurz hier hin. Hier draußen. Dann ist alles, was ich im Gepäck habe, vakant und kann hier irgendwie rein. Dann brauche ich das hier erstmal nicht. Holz. Das hier. Und Knoblauch. Und... was ist das hier? Pilz, das kommt rüber in die Essenskiste. Saaten können hier rein. Insektenfett kommt rüber. Das kommt rüber. Chitin. Das hier. Steine. Und das hier. Noch mehr Pilze. Harz. Okay, dann war das hier alles. Da kommt Chitin rein. Das. Das Harz war irgendwie. Hier. Yeah. Harz und Steine. Und das kommt rüber zum Essen. Okay. Okay, okay, okay. So, das. 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 Ich würde so gern aus den Kisten kochen, ne?
würde so gerne aus den Kisten kochen. Aber gut. So, wir haben noch ein bisschen Nahrung drin. Lass mich hier hin. Ich hoffe, das reicht. Das baue ich ab. Und dann sind wir nämlich ready. Dann können wir los. Du bleibst hier. Warte, habe ich hier... Muss ich das hier nochmal aktivieren, mein Bett? Oder ist das damit erledigt? Brauche ich nicht. Okay, ich lasse auf. Bisschen lüften. Ich lasse bisschen Luft in die Bude. In beide Buden. Oh, ich finde das so cool. Irgendwann wird das hier alles voll sein. Und da oben wird ein heftiger Palast stehen. Mal gucken. So ein Hogwarts-Schloss will ich da haben. Wird ganz bestimmt so aussehen. Ganz bestimmt, ja. So, wir müssen dann, wenn wir hier unten sind, in genau die Richtung, in die ich jetzt gerade gucke. Hier scheint irgendwie so ein Weg zu sein. Oder da. Ich denke mal, es wird gefährlich da oben. So, wir haben unser kleines überdachtes Bettchen. Das ist gut. Ach Mensch, ich wollte doch gucken wegen dem Grashüpfer, ne? Naja. Falsche Richtung. Wir müssen in diese Richtung. Tatsächlich in diese Richtung. Kommen wir hier auch runter? Ja. Kommen wir. So, dann müssen wir mal gucken. Ach, hier sind schon die Steine. Die Wege sind gar nicht so weit, ne? Wo wir unser Bettchen hinstellen. So, jetzt erstmal ganz ruhig bleiben. Schmetterlinge würde ich jetzt nicht töten. Oder kann man das? Oh mein Gott. Oh, ich habe die nicht gesehen. Ich habe die einfach nicht gesehen. Ich glaube, der Schmetterling hat nichts abgeworfen, oder? Käferlymphe. Der hat gar nichts abgeworfen. Das ist wahrscheinlich Sinn und Zweck der Sache. Der ist einfach zu schön, den sollen wir nicht töten. Gut, wo sind wir jetzt hier? Versuch mal mein Glück, ne? Wir laufen jetzt da hoch. Gucken, was hier auf uns wartet. Wenn ich hier hochkomme. Oh. Ja, komm ran. Hier, warte. Da. So. Noch jemand? Oh, das ist alles so undurchsichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wie weit sind wir schon? Wir laufen jetzt hier geradezu, vermutlich. Roter Käfer. Mit einem Schlag. Wow. Weil ich wahrscheinlich direkt auf den Kopf gezielt habe. Hier. Hier. Hallo. 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 Auch wieder mit einem. Ein Traum. Okay, die Grünen sind nicht so leicht. Aber wahrscheinlich jetzt auch einfacher. So, da vorne haben wir Wespen. Geil, versuchen wir mal, an denen vorbeizukommen. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas abbauen? Irgendetwas abklopfen? Guck mal, hier vorne ist ja so eine Art Wald. Kann ich die vielleicht abholzen, die Dinger? Geht das? Ach, guck mal, wie süß. Da vorne ist irgendwie ein Ameisennest. Ja. Probieren. Die nehme ich natürlich gerne mit. Jetzt haben wir eine Brombeer. Warum laufen die an mir vorbei? Das habe ich jetzt nicht so ganz... Hallo?
Okay, ich bin scheinbar uninteressant. Nun gut, dann hau ich wieder ab. Ich wollte eigentlich gucken, ob man die hier fällen kann. Kann man aber nicht. Die hier. Alright. So, wir müssen auch mal gucken, ob hier noch ein Baum ist. Hier ist noch ein Baum. Auf der Höhe. Hat der unter Umständen auch eine Option? Nicht alle Bäume haben diese Option. Aber ich würde sie gerne alle kennen, damit ich da irgendwie eine Markierung machen kann auf der Karte. Das wäre wirklich gut. Hier sehe ich jetzt erstmal nichts, ne? Also wir haben hier einen Baum, wir haben da einen Baum. Ich vermute, dass weiter oben einer ist. Dass wahrscheinlich der da hinten der richtige Baum ist. Ihr dürft mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Ach nee, warte mal. Von da kommen wir. Wir müssen hier hoch. Wir müssen erstmal gucken, wo ein besserer Baum ist. Ich laufe erstmal weiter. Nach oben. Den wunderschönen Steinpfad. Ich würde gerne wissen, wie das hier aussieht von ganz oben. Also als Mensch. Als großes Wesen. Das sieht schon richtig cool aus. Warte mal, da hinten. Da ist irgendein Gebilde da vorne. Sehr interessant. Oh, wow. Oh, ich bin heftig geflasht jetzt schon, ne? Also, es sieht so gut aus einfach. Hä? Ich würde so gerne speichern. Wenn ich sterbe, ist das aber völlig egal. Da komme ich trotzdem wieder beim Baumhaus raus. Wespen. Ich darf nicht vergessen, auch mal zwischendurch zu gucken. Das ist wirklich nichts, ne, bei dem Gebäude, bei dem Baum. Doch, hier ist was. Okay. Dann gehen wir noch ein Stück weiter, okay? Mit unserem Baum. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Okay, dann sind wir hier. Ich mache hier direkt noch eine Markierung. Baum. Okay, perfekt. Dann ziehen wir hier nochmal kurz um, damit wir nicht so weit laufen müssen. Wir laufen direkt weiter. Oh mein Gott, was ist das? Da ist auf jeden Fall viel Wasser. Ich will diesen Baum für mich beanspruchen und mein Lager dorthin verlegen. So, vielen, vielen Dank. Ich gehe wieder runter. So, ich warte mal, ich muss doch jetzt in... Ich muss einfach hier runter, ne? Kann ich nicht hier runterlaufen? Ja, kann ich. Dann mache ich das. Jetzt laufe ich wieder in die verkehrte Richtung. Warum? Hä? Muss doch in die Richtung. Aber das da, was ist denn das? Was ist denn das da hinten? Na gut, dann laufe ich hier lang. Aber ich muss jetzt hier rechts. Hier muss ich lang. Okay, das hier war auch ein Gebilde. Mal schauen. Oh, das ist so cool. Das ist einfach so cool hier. Fette Wespe. Hier auch. Ja, ich laufe mal ein bisschen außen rum.
Aber die kriege ich doch weg, oder? Aber ich habe Angst, wenn ich die angreife, dass dann die Freunde kommen. You know? Was ist das denn da? Ein Grill? Ein Grill? Ja, wir müssen hier hin. Wir müssen hier hoch. Das steht fest. Okay, dann let's go. Oh nein, es regnet gleich. So, hier lang. Was leuchtet da? Glühwürmchen. Oh no. Oh Gott. Das war nicht so gut, ne? So viele. Okay, jetzt habe ich erstmal ein bisschen freie Bahn. Ich habe mich nur gerade ein bisschen dusselig angestellt. Das war, glaube ich, das Problem. Ach, guck mal hier vorne. Ach, schön. Ja, ich nehme noch ein bisschen Honig mit. Ach, guck, wie schön. Voll gut. So, hier bauen wir uns noch ein kleines Häuschen hin. Zum Übernachten. Sind wir schon da? Ja, tatsächlich. Toll. Du wohnst also bei den Bienen, sagst du. Drustana? Drustana. Hello. Oh, wie süß ist das denn bitte hier? Ich will auch so bauen. Okay, diese Bauteile haben wir jetzt, ne? Diese hier. Diese Bauteile haben wir. Die ganze Deko haben wir aber noch nicht. Doch, den Tisch haben wir schon. Den Ofen, glaube ich, noch nicht. Oh. Das nehme ich natürlich mit, ne? Schon, das ist schon klar hier. Oh, karamellisiert der Bienenkopf. Mm, das schmeckt bestimmt gut. Oh, die Lampen will ich auch haben. Hier diese. Hey, na? Ich nehme alles. Warte, nein, warte, ich rede gleich mit dir. Ich muss aber erstmal alles einpacken, was du hier hast. So, die Lampen hätte ich auch gerne, aber die willst du mir scheinbar nicht geben. Na gut. So, Drustana. Hallo, kann ich dir helfen? Wer bist denn du, Drustana? Also, ich bin ja Drustana und willkommen in unserem wunderschönen Zuhause. Summ herum, schlürf den Honig. Bzzz. Hm. Und du lebst hier mit all diesen Bienen? Sind die denn nicht gefährlich? Nun ja, sie sind meine Freunde. Sie helfen mir, Sachen zu machen, wie etwa diese wunderschöne Rüstung. Oh, könnten sie dir helfen, etwas für mich zu machen? Königliche Platte. Da sind Flügel dran. Leichte Rüstung, inspiriert von Bienen. Der Brustpanzer hat Flügel auf dem Rücken, mit denen du gleiten kannst. Oh mein Gott, das ist gut. Dann ist man nämlich richtig schnell unten, ne? Von hier oben ist man dann richtig schnell wieder unten. Chitin, Stoffstück, Reptilienleder, Insektenflügel. Okay, Insektenflügel. Wie viele habe ich? Habe ich schon welche? Insektenpelz. Wo bekomme ich Insektenflügel her? Ich weiß, ich hatte schon irgendwie welche zu Hause, aber ich bin gerade unsicher. Boah, der hat 70 Nahrung. Der karamellisierte. Oh mein Gott. Das ist ja geil. Vielleicht können wir das jetzt auch kochen. Okay, also die leichte Rüstung ist auf jeden Fall ein absolutes Muss. Wir brauchen allerdings ein Stoffstück. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir diesen Webstuhl gebaut kriegen. Für den Webstuhl brauchten wir aber Harz, Seide. Wir müssen Seide organisieren. Und ich frage mich, wo es die gibt. Wo bekommen wir Seide her? Wir müssen noch ein bisschen erkunden, ne?
Also bis jetzt habe ich noch nicht wirklich eine Location gesehen, wo Spinnen sein könnten. Und ich denke auch, das wird ein Thema für die nächste Folge sein. Daher ist hiermit das Ende dieser Folge eingeläutet. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Dabeisein und freue mich jetzt schon auf die nächste Episode. Bis dahin, macht's gut. Ciao.